Heute möchte ich wieder in Minecraft überleben. Für 100 Tage. Aber einfaches Überleben ist mir zu langweilig. Deshalb habe ich heute beschlossen, in einer Welt zu überleben, in der alles aus Truhen besteht. Und diese Truhen den einzigen Block auf dieser Welt darstellen. Ob ich überlebe oder nicht, hängt allein von der Beute ab, die ich finden werde. Das wird wahrscheinlich mein randomstes Überleben in Minecraft Hardcore sein. Wir sind also gerade in einer neuen Welt aufgetaucht und sie ist voller Truhen. Versuchen wir mal, eine beliebige Truhe zu öffnen. Zum Beispiel diese hier. Warum zum Teufel ist es abgebrochen? Okay, lass uns neu starten. Alles klar, ihr habt nichts gesehen und wir sind gerade in einer Welt mit einer Menge Truhen aufgetaucht. Wie immer gibt es Hühner, von denen wir jetzt etwas Fleisch bekommen. Aber verdammt, warum kann ich dieses verdammte Huhn nicht schlagen? Ah, komm her! Oh, ich hab's verstanden. Dieses Ding sieht aus wie ein Baum, besteht aber aus Truhen. Versuchen wir also aus alter Gewohnheit etwas Holz zu besorgen und sehen, was passiert. Na, es passiert nichts. Dann lasst uns unsere erste Truhe öffnen, aber zuerst legen wir den Spielplan fest. Zuerst müssen wir so weit wie möglich aufsteigen, coole Rüstungen und Werkzeuge besorgen. Wir müssen auch eine Basis und alle Arten von Farmen aufbauen, um in dieser Welt überleben zu können. Wir müssen auch den Nether erkunden und uns auf den Weg zum Ende machen, um es mit diesem schelmischen geflügelten Unruhestift aufzunehmen. Und zum Schluss lasst uns etwas Cooles bauen. Deshalb habe ich beschlossen, dieses Video in 4 Phasen zu unterteilen und die erste ist das Aufsteigen. Der Plan ist klar, also lasst uns loslegen. Hier haben wir also einen Endstein und etwas Obsidian. Der Anfang ist ganz gut. Probieren wir es jetzt einmal aus und hier haben wir Terrakotta und roten Sand. Obwohl er meiner Meinung nach eher orange ist. Die nächste Truhe und hier ist ein Haufen Wolle. Scheint, als würde ich hier eine Weile festsitzen. Ich frage mich, ob diese Truhen jemals etwas Gutes hervorbringen. Ja, lasst uns die nächste öffnen. Diese. Hier haben wir also Erde und den ersten Baum in diesem Spiel. Den kriegst du ins Gesicht. Wo ist das? Vielleicht bringen uns Truhen in Baumformen mehr Beute als die auf dem Boden. Versuchen wir, diese Truhe zu öffnen und hier haben wir wieder Obsidian. Okay. Während ich herumrannte, brach die Nacht herein. Lasst uns schnell noch ein paar Holzwerkzeuge herstellen. Warum habe ich 3 Werkbänke gebaut? Verschwinde! Einen Augenblick, ich bin dabei, ein Schwert herzustellen und auf Wiedersehen. In dieser Truhe fand ich etwas Brot und etwas Fisch. Es gelang mir auch, einige Diamanten und andere Erze zu finden. Endlich beginnen die Dinge in diesem Überleben meinen Weg zu gehen. Jetzt habe ich beschlossen, einen 10x10 großen Bereich freizumachen und zu sehen, was dabei herauskommt. Ja, hier ist nichts. Ach, Beeren. Und hier, Dreck? Oh, eine etwas leichtere Truhe. Was? Was zum Teufel? Ein dreckiges Schwein. Hau ab! Also, hier ist nichts Interessantes. Was? Nein, 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 nein. Ja, nun ja, es scheint, als wäre ich endlich davon gekommen. Jetzt haben wir hier Redstone. Ein ganzer Stapel. Er wird sich für unsere zukünftigen Farmen und Mechanismen als nützlich erweisen. In den nächsten Truhen fand ich weitere Diamanten, Eisen und hatte das Glück, einen Schild, einen goldenen Helm und einige trendige Lederstiefel zu finden. Jetzt sehe ich also so aus. Letztendlich habe ich also so viel gesammelt. Nun lasst uns hier etwas Erde platzieren. Und schließlich die Truhen aufstellen. Es ist Zeit zu schlafen, aber ich bin ein Narr. Ich habe die ganze Wolle, die ich gesammelt habe, weggeworfen. Also lasst uns schnell die Truhen öffnen. Dummi, ich habe ein Schild und du wirst nicht in der Lage sein... Oh, da ist die Wolle. Und du bist mir wirklich auf die Nerven gegangen. Oh, Eisen? Okay, ich habe ein Nickerchen gemacht. Lassen Sie uns nun schnell das Grüne deaktivieren. Ich verfüge also bereits über genügend Ressourcen, um grundlegende Werkzeuge herzustellen. Jetzt können wir endlich Diamanterz abbauen. Nun, lasst uns einen Brustpanzer machen. Mir fehlen 2. Also werde ich weiterhin Truhen öffnen. Hoppla, was ist das für ein kleiner Apfel? Probieren wir diesen Spinnennetzapfel. Was? Ich kann mich überhaupt nicht bewegen. Es ist nur ein Spinnennetz. Und dieser Apfel ist scheiße. Mir ist aufgefallen, dass bessere Beute von Bäumen fällt. Ups, hier ist es noch besser. 2 Paar Diamantstiefel. Da ich leider nur 2 Füße habe, werde ich es so machen. Also öffnete ich immer wieder Truhen, Truhen, Truhen. Und so viele Truhen. Ich habe eine Schatzkarte gefunden, aber meiner Erfahrung nach wird es keinen Schatz geben. Ich habe auch einen Kettenapfel gefunden. Lass es uns versuchen. Es bietet 2 Schutzpunkte. Ja, hier ist etwas Ungewöhnliches gedroppt. Kumpel, komm her, ich muss dieses Schwert testen. Und... Ups. Was? Es scheint, als würde dieses Schwert unsere Feinde nur verlangsamen.
Als Ergebnis habe ich insgesamt 12 Diamanten gesammelt. Jetzt machen wir uns endlich eine Diamantenjacke, um wie Michael Jackson auf der Bühne zu glänzen. Golem, wo kommst du her? Ich habe dich nicht einmal bemerkt. Okay, lasst uns einen Verzauberungstisch erstellen. Warte, ich brauche ein Buch. Und zum Schluss machen wir noch einen Verzauberungstisch. Warum habe ich es überhaupt geschafft? Ich habe nicht mal Erfahrung. Aber ich habe eine Erlebnisflasche, also... Es hat überhaupt nicht geholfen. Wie auch immer, ich beschloss, einen kleinen Spaziergang zu machen. Warte, ist das ein Dorf? Gibt es die ganze Zeit wirklich eine Siedlung in der Nähe? Und da kann ich die Neugierigen sehen. Hallo Dorfbewohner, wie ist das Leben hier? Idiot, wie bist du da hochgekommen? Ich frage mich, ob es in diesen Häusern Truhen gibt. Ja, es scheint, hier gibt es keine Truhen. Obwohl sie praktisch in Truhen leben. Mein Gehirn weigert sich, das zu akzeptieren. Aber ich bin immer noch gespannt, ob Truhen in Form von Strukturen mir mehr Beute bringen als euch auf dem Boden. Schauen wir uns das also mal an. Oh, das ist ein Kaktusapfel? Oh, was passiert? Oh, dieser Apfel hat mich umgehauen. Hallo Dorfbewohner. Oh. Jetzt ist alles gut. Okay, in dieser Truhe habe ich uralte Trümmer gefunden. Und dieser Idiot kommt da immer noch nicht runter. Ups. Ich war nicht hier. Als nächstes fand ich einen Diamantblock, eine Netherite-Schaufel und fand einen weiteren Apfel in Form einer Fledermaus. Versuchen wir ihn zu essen. Ich hoffe, dass ich nicht sterbe. Oh, was? Ich bin eine Fledermaus. Hm, stellt sich heraus, dass ich sogar zu diesem Baum fliegen kann. Okay, lasst uns gehen, kleine Fledermaus, lasst uns gehen. Ups, das hat geklappt. Und hier habe ich einen ganzen Haufen rosa Wolle gefunden. Ich nehme ihn, vielleicht möchte ich eine Schweinestatue bauen. Und hier habe ich Äpfel in Form süßer Herzen. Ich kann schon erraten, was sie tun. Schreibt mir eure Gedanken in die Kommentare unten, vielleicht denken wir das gleich. Wie auch immer, probieren wir sie einfach aus. Also fügen sie zusätzliche Herzen hinzu. Und stellt sich heraus, dass es wie goldene Äpfel ist, aber nicht wirklich golden. Deshalb hat es mir viel mehr Spaß gemacht, im Dorf Truhen zu öffnen. Also verbrachte ich den ganzen nächsten Tag damit, in diesem Dorf Truhen zu öffnen. Insgesamt habe ich 10 Diamanten und sogar 2 Netherite-Barren bekommen. Ich habe auch einen Diamanthelm für mich gefunden. Endlich kann ich Hosen machen. Und ich werde diesen Helm wegwerfen. Also machen wir endlich eine Spitzhacke, um Truhen zu öffnen. Und machen wir es gleich zu Netherite. Wie wird das nochmal gemacht? Nur ein Scherz. Wir müssen zuerst einen Schmiedetisch machen. Was? Woher kommst du? Was zum Teufel? Warum ist es so teuer? 51 Smaragde für eine Spitzhacke. Okay, Kumpel, du hast einige fantastische Trades. Bleib einfach hier unten und denke über deine Preise nach. Okay, ich mache weiter mit den Diamanten, die ich übrig hatte. Habe ich mir eine Diamantspitzhacke und eine Diamanthacke gebastelt und außerdem einen Netherite-Brustpanzer und eine Netherite-Axt. Oh, ich sehe wie ein Rocker aus den 90ern aus. Also, lasst uns nun in diese Schlucht hinabsteigen und sehen, was die Beute dort anders macht. Und schwupps. Noch einmal. Ich bin abgestiegen. Schauen wir uns also diese Truhen hier an. Es scheint, dass sie nicht anders sind. Hallo Golem. Schau, was ich gefunden habe. Ein Spawner. Und hier gibt es sogar eine Truhe. Okay, schauen wir uns diese Truhe an, denn sie ist ein sehr seltener Block auf dieser Welt. Mist? Wir haben Schießpulver, Redstone und irgendein Geschenk. Nun, lasst uns dieses Geschenk essen und sehen, was passiert. Und es gab mir einen weiteren Apfel. Einen Sandapfel. Cool, ich habe gleichzeitig Unterwasseratmung und Tauchen gelernt. Nun, ich bin immer noch neugierig, was da unten ist. Gibt es dort unten endlose Truhen? Wow, ist das eine Truhenhöhle? Ja, hier will ich mich nicht verlaufen. Hier gibt es sogar Lava. Ich frage mich, ob die Beute hier in der Höhle anders ist. Und es scheint, dass sie das nicht ist. Warum habe ich mir überhaupt die Mühe gemacht, hierher zu kommen? Okay, was ist das? Ein Stück Grundgestein? Du willst mir also sagen, dass ich sie irgendwie kombinieren kann? Wie auch immer, ich habe es satt, hier zu sein. Gehen wir nach Hause. Naja, nach Hause. Auf unsere wunderschöne Insel im Truhenmeer. Ich bin also zurück und bin immer noch neugierig, ob ich Grundgestein herstellen kann. Das ist ein Witz. Es kann vorerst in der Truhe bleiben. Jetzt ist es an der Zeit, sich auf unsere Basis zu konzentrieren. Beginnen wir also mit der Erweiterung unseres Bioms. Und das ist geschafft. Wir haben hier auch eine Kuh und einen Esel. Jetzt beginnen wir mit dem großen Bau. Wir werden Holzsäulen aufstellen. Bauen wir den Boden, Wände und Fenster. Der erste Stock ist fertig. Als nächstes bauen wir den zweiten Stock und fügen auch ein Dach hinzu. Und da ist unsere Basis. Alles bereit. Ich schlage vor, dies mit einem Kaktusapfel zu feiern. Ich spüre, wie ich morgen Kopfschmerzen kriege. Abschließend möchte ich diese Lampen hinzufügen. Okay, jetzt müssen wir uns mit dem ganzen Müll befassen. Wie ihr wisst, bin ich ziemlich faul, also habe ich beschlossen, eine Art Sortiersystem zu bauen. Also strengte ich mein Gehirn an und machte mich auf die Suche nach dem einfachsten automatischen Sortiersystem. Wir brauchen viele Trichter. Und für Komparatoren brauchen wir Quarz. Es ist wichtig, diese Trichter richtig zu positionieren. Wir werden oben Komparatoren platzieren.
Oh nein, nicht in diese Richtung. Nun, es scheint fertig zu sein, aber ich habe vergessen, Fackeln hinzuzufügen. Wie immer landete ich in einer unangenehmen Situation. Und jetzt ist es definitiv fertig. Werfen wir ein paar Diamanten hinein. Im Idealfall sollten sie hier landen. Warum funktioniert das nicht? Oh, ich habe vergessen, Redstone hier zu platzieren. Also habe ich einen Stapel Gold geladen und wie wir sehen können, hat es seinen Weg in die Goldkiste geschafft. Endlich funktioniert alles. Fast beim ersten Versuch. Cool, jetzt müssen wir nicht mehr alles manuell sortieren. Unsere Basis sieht irgendwie leer aus. Also habe ich angefangen, sie zu verbessern. Ich habe Öfen, Werkzeuge, Fässer und sogar einen Verzauberungstisch platziert. Jetzt können wir uns verzaubern und unsere erste Aufgabe erledigen. Aber ich habe immer noch nicht genug Erfahrung, also ging ich nach draußen, um den Mobs den Garaus zu machen. Was zum Teufel, ein Grüner? Komm schon. Verstanden, danke. Es stellte sich als schlechte Idee heraus, Mobs draußen zu töten. Ich denke, es wäre viel besser, eine Mobfarm zu bauen. Allerdings habe ich nicht viele Materialien. Wow, lasst uns daraus die schickste Mobfarm aller Zeiten machen. Ja, wir machen es rosa, damit die Mobs leise sterben. Es kann nicht so schwer sein. Ich habe so etwas Ähnliches schon mal gebaut. Meine Güte, du bist so nervig, Grüner! Also verbrachte ich die nächsten Tage damit, dieses höllische Gerät zu bauen. Erledigt. Jetzt müssen wir nur noch die Kolben platzieren. Es stellt sich heraus, dass die Mobs fallen, wenn die Kolben angehoben werden, sodass sie nur noch einen HP übrig haben. Und ich kann sie mit einem Finger erledigen. Oh, mach mal ruhig, Leute. Warum sind es so viele von euch? Diese Farm ist definitiv... Was? Ah. Hier muss nur noch Wasser hinzugefügt werden. Lasst uns versuchen, auf unseren Patienten zu warten. Wow! Also habe ich 54 Level gesammelt. Als nächstes habe ich mir einen Amboss gebaut, eine Netherite-Rüstung hergestellt und alles verzaubert. Ich weiß gar nicht, warum ich so eine coole Hacke brauche. Schau, wie cool ich geworden bin. Schau, wie cool ich geworden bin. Das bedeutet, dass wir die erste Aufgabe unseres Plans abgeschlossen haben und die nächste Stufe die Basis ist. Als nächstes plane ich den Bau einer automatischen Getreidefarm, einer automatischen Fleischfarm und einer Handelshalle. Aber zuerst bauen wir unser Sortiersystem noch weiter aus, weil wir zu viel Müll in den Ton haben. Also bauen wir im Keller einen Anbau und... Ups. Es ist fertig. Ich habe viel Zeit damit verbracht. Jetzt muss es nur noch an das Hauptsystem angeschlossen werden. Ja, sieht so aus. Jetzt testen wir es. Und ja, scheint zu funktionieren. Jetzt werden alle diese Gegenstände automatisch in diese Truhen einsortiert. Und alles, was unsortiert ist, kommt hierher. Endlich kann ich das tun. Das Speicherproblem ist also definitiv gelöst. Mir geht das Essen aus. Also lasst uns an einer automatischen Erntefarm arbeiten. Aber zuerst müssen wir unser Biom wieder erweitern. Also werde ich einfach springen? Erledigt. Wir benötigen alle notwendigen Materialien. Ich brauche Glas, das ich nicht habe. Das sollte also einfach sein. Also... Oh, das Glas geht zur Neige. Stellen wir hier Laternen auf... Und umschließen alles mit einem Zaun. Oh nein, Grüner! Roll weg von hier! Jetzt stellen wir ein paar Komposter her und fügen hier, hier und hier Wasser hinzu. Irgendwo in der Mitte werden wir einen Arbeitsplatz haben. Bumm und bumm. Und jetzt lasst uns an unserer schicken Hacke arbeiten. Wir werden eine Truhe darauf platzieren. Schienen oben. Und der Minenwagen darauf. Jetzt müssen wir ein paar Dorfbewohner hierher holen. Dafür bauen wir ein Boot. Alles klar, Dorfbewohner. Lebt ihr hier? Dieser Idiot sitzt immer noch hier. Komm, geh mit mir. Hey, ich werde mich an die Arbeit machen. Steig auf das Boot, Kumpel. Oh, da haben wir es. Wir sind fast da. Oh, verdammte Spinnen! Also Leute, beruhigt euch. Der erste ist hier, es sind noch zwei übrig. Machen Sie sich mit Ihrem neuen Beruf vertraut. Landstreicher. Oh, warte, wohin gehst du? Der zweite Dorfbewohner ist ebenfalls vor Ort. Nur noch einer. Okay, komm her, Kumpel. Steig in mein Muscle-Car und los geht's. Ich zeige Ihnen, wo Sie arbeiten werden. Wir bieten ein stabiles Gehalt und ein Büro in der Innenstadt. Und der dritte Passagier ist an Ort und Stelle. Steigen Sie ein. Jetzt müssen Sie nur noch verschiedene Pflanzen anbauen und schon sind wir fertig. Hier sind ein paar Karotten. Okay, jetzt brauche ich für die Fleischfarm Redstone, das ich für den Sortierer ausgegeben habe. Also ging ich zurück ins Dorf, um noch ein paar Truhen zu öffnen. Oh, ein bisschen Redstone, hübsch. Hier haben wir ein bisschen TNT und ein Schalkerschwert. Lass es uns gleich testen. Komm schon, Schweinchen, kommt her. Ich möchte es an dir testen. Oh, das hat Spaß gemacht. Schaut euch nur an, wie cool sie fliegen. Naja, nicht mehr so lustig.
Ich bin offiziell gegen Tierquälerei. Als nächstes suchte ich weiter nach Redstone. Ich habe einen weiteren Bonusapfel gefunden, der aber nichts fallen ließ. Hier habe ich eine Schalkerbox bekommen, aber als ich sie mit diesem Schwert getroffen habe, passierte nichts. Ich habe auch viel Müll in diesen Truhen gefunden. Hier haben wir mehr TNT und seht ihr, es gibt sogar einen Apfel in Form von TNT. Ich habe eine gute Vorstellung davon, was er bewirkt, aber ich denke, ich werde das Risiko eingehen. Und... verdammt, das tat weh. Also habe ich in diesem Dorf so viel Zeug gesammelt. Ich habe auch dieses Schwert gefunden, das ich noch nicht getestet habe. Und es setzt Dinge in Brand. Oh, wir werden jetzt Steaks essen. Apropos, zurück zu unserer automatischen Fleischfarm. Ich glaube, ich habe alles gesammelt. Stopp, wozu brauche ich diesen Andesit-Block? Raus hier, ich hasse dich. Nun, den nächsten Tag verbrachte ich damit, diese Farm zu bauen. Jetzt scheint alles fertig zu sein. Es sieht aus wie eine höllische Maschine. Ich habe keine Ahnung, was hier vor sich geht. Ich folge nur dem Tutorial, okay? Drücken Sie nun den Knopf und... es scheint, als würde es nicht funktionieren. Oh, ich bin so ein Idiot. Ich habe vergessen, den Beobachter hier zu platzieren. Setzen Sie sich einfach hin und starren Sie auf die Wand. Drücken wir den Knopf noch einmal und... ja, funktioniert. Jetzt müssen wir nur noch die Tiere hierher bringen. Lasst uns gehen. Ich sehe eine Kuh. Komm schon, Kumpel. Nein, das ist kein Schlachthof für deine Kinder. Spring rein! Die Kühe sind also da. Ich habe hier irgendwo ein Schaf gesehen. Komm mit mir. Ihre Augen sehen so klug aus. Lasst uns gehen, Süße. Ich werde dich gut ernähren und dann bringe ich deine Kinder in einem 5-Sterne-Hotel unter. In meinem Bauch. Boom, 2 sind vorhanden. Nur die Schweine sind übrig. Ihr seid ziemlich schnell. Kein Wunder, dass sie dich als Transportmittel benutzen. Es sind also alle Tiere vorhanden. Drücken Sie den Knopf, füttern Sie die Tiere ein wenig und Ihre Jungen fallen herunter. Wenn sie groß sind, drücke ich diesen Knopf und sie werden zu Steaks. Cool, verzehrfertiges Fleisch mit einem Klick. Schauen wir mal, wie unsere Sklaven, ich meine Dorfbewohner es tun. Es ist interessant zu sehen, ob diese Farm funktioniert. Oh Leute, naja, das hast du ganz gut gemacht. Gut, gut, nimm etwas Brot für deine harte Arbeit. Sieht so aus, als hätten wir das Essen geklärt. Als nächstes möchte ich eine Handelshalle mit Dorfbewohnern errichten, die wir aufsteigen und von denen wir maximale Rabatte erhalten. Lasst uns das Bett aktivieren. Oh, in Ordnung. Am nächsten Tag machte ich mich auf den Weg ins Dorf, um alle notwendigen Materialien für die Handelshalle zu besorgen. Oh, und Schmutz? Damit hatte ich definitiv nicht gerechnet. Ich bin auf Portalrahmen gestoßen, was bedeutet, dass der Drache heute seinen Beitrag leistet. In der nächsten Truhe haben wir... überhaupt nichts. Dieses Spiel überrascht mich immer wieder aufs Neue. Und in dieser Truhe haben wir satte 12 Wither-Schädel. Und ich habe bereits eine Idee, was ich damit machen soll. Weißt du, es begann unglaublich seltene Beute zu droppen. Oh, hallo? Ich hab nicht einmal Lust, dich zu töten. Aber warum? Und es geht wieder los. Nichts. Cool. Wie gefällt dir das, Kumpel? Und hier sind einige smaragdgrüne Äpfel. Hurra, ich bin der Dorfheld. Also, Dorfbewohner, habt ihr das gesehen? Wer ist ein Held? Ich frage mich, bedeutet das, dass alle Gegenstände für mich kostenlos sind, wenn ich einen Dorfbewohner heile und diesen Apfel esse? Ah. Oh. Ah. Verflixt! Endlich habe ich genug Material für eine Handelshalle gesammelt. Also, lasst sie uns bauen. Nun, die Handelshalle ist fast fertig. Ich muss nur die Dorfbewohner mitbringen. Lasst uns rüberrudern. Und so noch etwa 5-mal. Alter, darf ich fragen, wo du ruderst? Alles klar, schon gut. Ich helfe dir. Ja, da sind wir jetzt hier. Jetzt müssen wir sicherstellen, dass dieses Stinktier nicht wegläuft. Ah, oh, jetzt müssen wir ihn irgendwie anlocken. Ah, oh, er geht alleine. Und zwar beide. Ja, der erste ist hier. Nur noch 5. Verdammt, ich sitze hier eine Weile fest. Mir gelang es also, alle anderen Dorfbewohner problemlos umzusiedeln, bis auf diese Situation hier. Aber ich beschloss, mich nicht einzumischen. Alle Dorfbewohner sind jetzt vor Ort. Wir müssen nur auf die Nacht warten, um ihnen ihren grünen Freund zu bringen, der sie für ihre hohen Preise bestrafen wird. Und so habe ich einen perfekten Kandidaten gefunden. Aber Golem glaubt das nicht. Komm rein, komm rein, komm schon, komm schon. Du wirst unser Greenie sein. In Ordnung, damit alles funktioniert, müssen wir nur einen Schwächetrank brauen. Jetzt ist alles fertig. Lasst uns also über Rabatte verhandeln. Wie wir sehen, haben sie ihre Preise etwas erhöht. Also, lasst uns unsere Zombies mit den Dorfbewohnern füttern und sie heldenhaft heilen. Nun lasst uns warten, bis alles passiert. Und nach 10 Minuten sind alle Dorfbewohner geheilt. Tatsächlich senkten sie ihre Preise. Versuchen wir es mit einem anderen Smaragdapfel. Ich frage mich, ob sie mehr Artikel kostenlos geben werden. Okay, es ist billiger, aber immer noch nicht kostenlos. Wie auch immer, es ist viel besser. Also lasst uns handeln.
Nach langen diplomatischen Verhandlungen mit diesen Dorfbewohnern gelang es mir, diese Jungs zu verbessern. Dieser Dorfbewohner kauft verfaultes Fleisch und wir haben einen endlosen Vorrat davon. Dieser verkauft Diamantrüstungen, dieser tauscht verzauberte Bücher gegen Reparaturen ein und diesen hier werde ich gar nicht erst erwähnen. Der letzte Teil unserer Basis ist also fertig. Nun können die Grundaufgaben als abgeschlossen betrachtet werden. Warten Sie einfach etwas, bis Sie eine bessere Konfiguration erhalten. Oh, so viel besser sieht unsere Basis aus, wie eine Oase inmitten dieses endlosen Truhenfeldes. Nun gehen wir zur dritten Phase über, der Reise durch die Dimensionen. Wir müssen verstehen, was sich im Nether und im Ende befindet. Vielleicht besteht alles aus Truhen. Vielleicht ist sogar der Drache nur eine fliegende Truhe. Also, nichts wie los, machen wir uns bereit für die Expedition. Also, lasst uns die Truhen noch einmal öffnen. Ja, ich habe hier einen weiteren Apfel gefunden. Nun, lasst ihn uns probieren. Oh, was zum... Oh, Feuer, Wasser, 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 Wasser! Ich bin fast gestorben. Gut, dass diese Pfütze in der Nähe war. Und warte, der Apfel ist nicht verschwunden. Hör auf, es stellt sich heraus, dass ich ihn mit Wasser füllen kann? Warte, was? Entschuldigung, mein Gehirn ist außer Betrieb. Und hier habe ich eine Art Schwert gefunden, was auch immer es bedeutet. Versuchen wir es. Komm schon, Kuh, komm her. Oh, schön, es stellt HP wieder her, wenn ich jemanden treffe. Ich verstehe es. Das Schwert sieht auch mega cool aus. Es hat eine unwirkliche Größe. Jetzt halte ich die Aufgabe mit den coolen Gegenständen für sicher, dass sie erledigt ist. Mann, wie komme ich hier raus? Ich habe noch ein paar Truhen geöffnet. Jetzt glaube ich, dass ich vollständig auf den Nether vorbereitet bin. Geh zur Hölle, grüner Freund! Also bauen wir zunächst ein Portal. Ja, und zwar mit Stil, mit einer Feuerladung. Und jetzt sieht es ziemlich grotesk aus, aber ich werde es später etwas hübscher machen. Versprochen. Und hier ist nur ein gewöhnlicher Nether. Es ist etwas ungewöhnlich, auf dieser Welt etwas Gewöhnliches zu sehen. Das einzig Ungewöhnliche hier ist dieses Huhn, aber lasst uns keine Zeit verschwenden. Lasst uns eine Bastion finden. Oh, und hier ist ein Schweinestall voll davon. Lasst uns hier noch einige Truhen suchen. Oh, da ist eine Truhe. Oh, Leute, warum seid ihr so viele? Ja, in dieser Truhe ist nichts Interessantes. Und was? Verdammt, verdammt, da, was? Verflixt, verdammt, 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 verflixt, da, schneller, 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 schneller. Das war wirklich knapp. Oh, meine Rüstung ist kaputt. Es ist gut, dass ich mich an diesen Apfel erinnert habe, denn ich hatte nur noch ein halbes Herz und wäre in der Hälfte meines Überlebens fast gestorben. Ich hatte wirklich Angst. Ich wäre im wirklichen Leben fast im Nether gewesen. Okay, es ist großartig, diese Festung hier zu haben, weil ich eine Feuerfarm bauen wollte. Diese Kerle geben uns nützliche Routen, die wir für unsere Reise bis zum Ende brauchen. Direkt zwischen deine Augen, Idiot! Wir müssen also einen Flammenspawner finden. Aha, hier ist er. Aber ich habe vergessen, Blöcke mitzubringen. Schon wieder. Warum kann ich nicht vorausplanen? Okay, lasst uns zurück zur Basis gehen. Was? Was ist das für ein Unsinn? Dieser dumme Schrecken hat mein Portal zerstört. Wie komme ich jetzt raus? Ich habe etwas Holz. Lasst es uns versuchen. Okay, komm schon. Ich bin da, du Stück fliegender Kuchen. Oh, schön. Schön. Danke. Oh. Bäh. Und tschüss. Bäh. Oh, was? Okay. Endlich können wir zur Basis zurückkehren. Es ist wie mit allem. Oh, richtig. Ich brauche eine Rüstung. Nun, das ist kein Problem. Ich werde sie von diesem Kerl für jeweils einen Smaragd kaufen. Jetzt bin ich wieder geschützt. Lassen wir die alte Rüstung als Erinnerung hier bleiben. Okay, hier müssen wir etwas aufräumen. Provozier mich nicht, Blazer. Bald wird deine ganze Familie in die Blazerfabrik gehen. Okay, die Lava kommt nach hier, hier, hier und auch hierhin. Zur Hölle damit. Und hier schaffen wir ein wunderschönes Panorama mit Blick auf die Nether-Festung. Lasst uns eine Truhe bauen und sie hier platzieren. Schließen wir hier einen Trichter an und hier einen weiteren Trichter an, genau so. Also fallen hier alle Flammen. Nun, dann habe ich angefangen, Flammenruten zu züchten. Ja, diesen Betrag habe ich beim Abendessen gesammelt. Ich denke, das sollte ausreichen. Verschwinde, du! Der nächste Schritt besteht darin, den Drachen zu töten. Also, lasst uns ein paar Enderaugen herstellen. Aber ich habe nur 5, also bin ich schnell rausgegangen, um ein paar Endermen zu töten. Wie immer fertigen wir Ender-Eyes. Okay, ich habe beschlossen, ein bisschen zu trainieren. Beginnen wir also damit, den Wither zu besiegen. Wir brauchen etwas Seelensand und natürlich diese Schädel. Es ist besser, einen Schritt zurückzutreten, um sicherzustellen, dass dieses dreiköpfige Biest nicht alles kaputt macht. Nun, los geht's! Was? Und hier kommt diese großartige Monstrosität. Und da ist es. Der Wither ist tot. Es war ganz einfach. So einfach, dass ich sogar noch einen töten möchte. Um es weniger langweilig zu machen, geben wir ihm einen Namen. Wither 2. Lassen wir ihn nochmal spawnen. Und ups, lass uns abfliegen. Ich habe einen Fehler gemacht und ihn Witcher genannt. Ja, nun ja, dieser Wither ist auch tot. Jetzt kann ich also sagen, dass wir den Witcher getötet haben. Ich hatte die Idee, Truhen mit dem Wither zu öffnen. Aber damit das klappt, müssen wir hier die Truhen öffnen. Also zögern wir nicht. Und nennen wir es natürlich Gram. Wir haben jetzt einen Australian Wither. Laufen! Wow, hier gibt es so viel Beute. Komm schon her, du Idiot. Nun, hör zu, es funktioniert wirklich.
Und der Australian Wither wurde ebenfalls besiegt. Schaut euch nur die Anzahl der Items an. Es ist unglaublich. Diese Item-Farming-Methode erwies sich als zu effizient. Ich werde das alles nicht mitnehmen. Als nächstes müssen wir die Festung finden. Aber es ist nicht nötig, in der Truhenwelt danach zu suchen. Wir haben es bereits in einer der Truhen gefunden. Nehmen wir also einfach diese Portale und bauen wir gegenüber von diesem ein weiteres Monstrositätsportal. Jetzt gehen wir ins Ende. Nun werden wir herausfinden, wie das Ende aussieht. Ich hoffe immer noch, dass es eine fliegende Truhe ist. Wow, das ist verrückt. Und wupp. Es scheint, dass es ein normales Ende ist. Wo ist der Drache? Ah, da fliegt er, dieser Idiot. Drache, hast du das nicht satt? Wir alle wissen, wie das endet. Ich renne, du stirbst. Okay, lasst uns diese Kristalle zerstören. Wow, was ist das? Ja, nun, als wäre es das letzte Mal gewesen. Hör auf, mich zu verfolgen. Hey, nimm das. Was? Was zum... Oh, lass es gehen. Schnell, schnell! Ich habe überlebt. Boah, ich bin ein Profi. Ja. Er steigt ab. Versuchen wir, ihn in die Luft zu jagen. Es funktioniert also. Und was zum... Wow. Er hat nur noch sehr wenige HP übrig. Verdammt, einer nach dem anderen, meine Freunde. Der Drache ist also tot. Nimm sein Ei und geh. Oh. Wo bin ich? Wow, es hat funktioniert. Ich weiß nicht wie, aber ist gut. Okay, nun, wir müssen dieses verdammte Schiff finden. Oh, da ist es. Lasst uns gehen. Sehen wir uns nun an, was passiert, wenn wir einen Schalker mit einem Schalkerschwert treffen. Nimm das. Nichts? Das ist nicht fair. Nimm einen ins Gesicht und noch einen. Da haben wir Smaragde. Ja, hier ist das Schiff. Okay, schnapp dir die Zaubertränke und natürlich die Flügeldecken und den Hintern. Also, lasst uns diese Steine einsammeln. Du wirst sehen, wir werden sie später brauchen. Yeah, endlich kann ich fliegen. Nun, hier sind wir wieder zu Hause. Endlich fertig mit den Maßen. Lasst uns die Flügeldecken verzaubern. Ehrlich gesagt habe ich die Truhen irgendwie vermisst, also lasst uns zu anderen coolen Dingen übergehen. Oh, was ist das? Ein Pfeil mit einem Apfel? Ich wurde von einem Pfeil getroffen. Das gefällt mir nicht. Okay, und seht mal, so viele Leuchtfeuer. Warum habe ich den Wither überhaupt getötet? Nun, da ich so viel Glück hatte, werde ich ein Mega-Leuchtfeuer bauen. Und es gibt einen ganzen Stapel Smaragdblöcke, fast 3,5 Stapel. Okay, ich weiß schon, wo ich sie ausgeben soll. Also sammelte ich am nächsten Tag alle wertvollen Blöcke ein und baute schnell den Beacon. Und das letzte Sahnehäubchen... Wow, es sieht sehr beeindruckend aus. Oh, ich habe diese beiden Ärgernisse vergessen. Ich hatte versprochen, sie besser zu dekorieren. Also, und es ist geschafft. Jetzt ist es Zeit für unsere letzte Phase, die Biome. Deshalb möchte ich Teile der Oberwelt in dieser Tonwelt nachbauen und 5 verschiedene Biome bauen. Unsere Basis sieht bereits wie ein Ebenenbiom aus. Also denke ich, dass wir uns darauf verlassen können. Die anderen Biome werden wir direkt hier hinter dem Haus bauen. Lasst uns die Bereiche skizzieren. Hier wird das Ende sein, das eisige Biom, der Nether, eine Wüste und ein Pilzbiom. Nun, fangen wir mit dem Ende an. Ja, wir waren gerade erst dort, aber ich denke, es wäre cool, ein Stück vom Ende in der Oberwelt zu haben. Das Hauptmerkmal dieses Bioms wird das Grundgesteinsportal sein, das ich aus diesen Teilen herstellen werde. Los geht's, ich brauche den Grundstein. Okay, das Wichtigste ist es richtig einzurichten, da es keine Möglichkeiten mehr gibt, das Problem zu beheben, wenn es erst einmal erledigt ist. Dann legen wir ein Ei darauf und hier ist das Portal. Es sieht sehr ungewöhnlich aus. Nun wird das nächste Biom viel komplizierter sein, da ich, wie sich herausstellt, keine Materialien dafür habe. Wer hätte gedacht, dass ich mehr Diamanten als normales Eis habe? Ich erinnerte mich, dass ein Dorfbewohner in der Festung zufällig Eis verkaufte, aber seine Preise waren, um ehrlich zu sein, unverschämt. Ich habe keine andere Wahl. Dieser Schurke hat also großes Glück, dass er keine Konkurrenz hat. Also kaufte ich als nächstes Schnee von einem Dorfbewohner, platzierte Schnee, kaufte erneut, platzierte Schnee und kaufte noch einmal. Ich denke, du verstehst es. So entstand das verschneite Biom. Jetzt können die Bewohner dieser Welt sehen, wie echtes Minecraft aussieht. Aber nachdem ich diesem Dorfbewohner alle meine Smaragde gegeben habe, möchte ich niemandem etwas zeigen. In Ordnung. Das nächste Biom, der Nether, wird recht einfach sein. Also machen wir uns auf den Weg in den Nether. Was ist das? Was ist los? Ja, wir brauchen dieses Biom. Sammeln wir alle Blöcke, die wir sehen. Hau ab! Wir sind zurück, also beschloss ich vom Nether aus nur den Crimson Forest zu bauen. Aber mach es cool. Kurz gesagt, lass es uns bauen.
Und es ist geschafft. Ja, das gefällt mir wirklich. Hier gibt es sogar einen kleinen Lavasee, verschiedene Nether-Erze. Nun, wir hören hier nicht auf. Das nächste Biom ist eine Wüste. Das wird das einfachste von allen sein. Nehmt einfach Sand und platziert ihn. Ja, sieht etwas flach aus. Also mache ich es so. Hier ein kleiner Sandhaufen und hier etwas Sand. Dann halbe Blöcke hier und hier, hier. Als nächstes so etwas in der Art. Naja, es ist nicht schlecht. Nun, Wände. So, ich möchte so etwas. So vielleicht. Nun, Treppen. Ja, ich verstehe nicht ganz, was ich tue. Aber wie immer hoffe ich auf ein Wunder. Diese Blöcke. Oder nicht. Nee, es ist zu hoch. So, ja, das ist wirklich cool. Und dann habe ich ein paar Kakteen und ein paar tote Büsche hinzugefügt und einige Bäume gebaut. Insgesamt habe ich dieses Biom fertiggestellt. Das letzte Biom ist ein Pilzbiom mit Myzel. Da gibt es keine Probleme. Platzieren wir es hier, erledigt. Und zum Sammeln von Pilzen, naja, daran kann ich mich nicht erinnern. Lasst uns die Truhen durchsuchen. Warte, was? Ich dachte, es wäre ein Feuerball. Es ist nur ein Apfel. Ich möchte nicht noch einmal explodieren, besonders nicht in den letzten Tagen des Überlebens. Okay, ich werde es essen. Und abonniert unbedingt den Kanal. Was? Das kann nicht sein. Jetzt kann ich Feuerbälle schießen. Ich habe eine coole Idee. Was für Bauern. Warte, ich werde euch wieder terrorisieren. Das ist cool. Oh, wow. Ich habe mich in einen Schrecken verwandelt. Also, wo habe ich aufgehört? Ah ja, richtig, Pilze. Ich habe in den Truhen nur rote Pilze gefunden, aber keinen braunen Pilz. Gehen wir also zurück in den Nether und suchen nach ihnen. Also, hier sind wir wieder. Was zum Teufel? Sehe ich für dich aus wie ein Pilzsammler? Woher kam das zweite Portal? Okay, das spielt keine Rolle. Ich habe keine Fragen zu diesem Spiel. Die Frage ist nur, wo ist dieser verdammte Pilz? Oh, da ist er. Also, lasst uns jetzt ein paar Pilze züchten. Ja, und bumm. Oh, ganz süß. Der zweite Pilz. Bumm, bumm. Ja, wupp, wupp, wupp. Noch eine Schönheit. Es ist so gekommen. Fügt nun etwas Dekoration hinzu. Pilze von hier. Nun, das war's. Dieses Biom ist auch fertig. Au, au. Oh nein, ich habe dich ausgetrickst. Es ist noch nicht ganz fertig. Jetzt ist wirklich alles erledigt. Mir wurde klar, dass heute der 99. Tag ist. Abschließend habe ich beschlossen, den Rand unserer Basis zu ebnen, um sie realistischer zu machen. Oder cooler, ich weiß nicht. Leute, warum zum Teufel habt ihr beschlossen, mich erst am letzten Tag zu besuchen? Ich habe so lange auf dich gewartet, aber ich werde dich schnell loswerden. Nur die Ruhe. Nun, hier sind wir, der 100. Tag. Verschwinde, du Narr! Und wir haben alle Aufgaben erledigt, die vor uns lagen. Also haben wir in diesen 100 Tagen eine Menge Truhen geöffnet und unsere eigene Brockenbasis mit einer Reihe automatischer Farmen und 5 coolen Biomen, tollen Rüstungen hergestellt, eine Reihe verschiedener Äpfel probiert und sogar einen Apfel in Form von TNT. Sieht so aus, als wär's das. Auf Wiedersehen!